Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Master Reboot. Ich habe jetzt gerade da die zwei Armbänder nochmal eingesammelt von Madison und David und werde sie jetzt dann gleich nur mal da einsetzen und ja, werden dann anscheinend mit dem Schifferl fahren. Und ich, wenn ihr dieses Let's Play anschaut, ja, und ihr mit der Geschichte noch immer so ein bisschen verwirrt seid, so wie ich, dann kann ich euch wirklich empfehlen, unter mein Master Reboot Video Nummer 5 zu schauen. Da hat der Robert eine wirklich coole Zusammenfassung über das ganze Spiel jetzt, was bis zu dem Zeitpunkt passiert ist. Und ich habe mir das durchgelesen jetzt kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe und es ergibt sehr viel Sinn, muss ich sagen. Und kann euch nur empfehlen, das nochmal durchzulesen. Und ja, wir werden einfach mal schauen, ob seine Theorie übrigens aufgeht. Ich werde jetzt da nochmal... Das ist ja kein Armband, das ist ja ein Ring. Ein riesengroßer Ring. Oder? Oh. Oh, ich muss euch noch was sagen. Ich glaube, das habe ich in der letzten Episode gar nicht gesehen. Das habe ich übersehen. Aber bin mir nicht mehr sicher. Ich zeige es euch jetzt trotzdem einmal. Da drinnen ist so ein Dingsbums. I am a demonic force, a force of death. You will be destroyed along with everything you hold dear. Na gut, haben wir das auch gelesen, ne? So, Schifferl fahren. Jetzt bin ich gespannt, wo uns das Schifferl übrigens hinbringt. Es wird sicher nichts Schlimmes passieren. Vor allem, weil da das Wasser ja schon durchkommt. Das schaut sehr sicher aus. In den Sonnenuntergang. Noch viel weiter. Ich kann mich nicht umschauen oder so, aber ich muss... Also... Wow, was? U-Boot! Oh Gott, ich hab das Gefühl, ich stick. Wenn da jetzt... Ist es ein Wal oder so? Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Kann ich schwimmen? Ich hab so Angst vor... Kann ich irgendwas... Also, warte mal. Ich kann auftauchen, glaube ich. Oh Gott, das sind ja Haie! Boah, nein, ich hab so Schiss. Entschuldigung, dass ich mir jetzt so anrehe, aber... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hinschwimme. Ich glaube, es geht gar nicht mehr weiter, oder? Vielleicht muss ich ja in den Ring da rein. Das kann natürlich auch sein. Boah, ich hab echt Schiss, gerade Hilfe. Ich mag von keinem Hai attackiert werden oder von einem großen Wal überschwommen werden oder so. Okay, ich kann ein bisschen lenken. Nein, ich mag da nicht in die Wasser gehen, Gott. Boah, ich hasse Wasser, es ist schnell weg da. Ente. Boah. Ja gut.
Da ist jetzt nochmal gesagt worden, jetzt haben wir eigentlich schon gewusst, dass sie jetzt da am Strand, also die Madison, den Heiratsantrag gekriegt hat und irgendwie so, ne? Hospital Memory? Also irgendwas ist jetzt anscheinend passiert, ne? Vielleicht hat es ein Kind gekriegt. Schauen wir mal. Oje. Wow. Warum ist das jetzt eine gelbe Ente? Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Ist eine Taschenlampe. Oh nein, das ist... Da ist ja eine blaue Ente, ne? Scheiß drauf. Entschuldigung! Ich sehe schon, die sind nicht so gut drauf heute, oder? Oh Gott! Boah, mir ist so heiß gerade. Sie ist wieder weg. Oh, okay, das ist echt gut gemacht. Da ist irgendwas Rotes. Das bewegt sie. Oh, huh. Certified copy of an entry. Death. Female, okay. Astrid. Okay, das war irgendwie klar, sie hat eine Leukämie gehabt. Date and place of death. 26. Oktober 2024. Astrid ist also gestorben. Was? Also Nummer 1. Date and place of death. 26. Oktober. Und was ist die Nummer 4? Date and place? Also of birth. Oh, die war gar nicht so alt. 3. August. Occupation and usual address. Cloud Programmer. Mystery Foundation. Mhm. Name and surname of informant. Scott Jones. Scott Jones. Haben wir den Namen schon mal gehört? Jones kommt mal. David? Hat nicht der David Jones? David Jones? Hat der. Ah, scheiße, war es jetzt. Aber der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Name and surname of informant. Usual address: New Street Hospital. Cause of death: Leukämie und Infektion. Bla bla bla. Date of registration: 27. Oktober. Certified by Dr. S. Johnson. Okay. Wow. Okay. Wow.
Ey, das ist jetzt das schlimmste Level. Wie ist das? Da ist wieder sowas Rotes. Aber ich suche natürlich auch die Enten. Banner Hospital. Patientennummer. Miss. Madison Jones. Also David Jones, ne? Aber wer ist dann der Scott Jones? Ist es dann der Bruder von David? Oder hat die Madison im Nachnamen Jones Kassen? Oder Jones eben, weil sie da schon geheiratet hat? Shit! Da muss ich mal das von der vorherigen Erinnerung nochmal anschauen. Da ist es, glaube ich, gestanden. Warte mal. Patientennummer. Ist die Madison jetzt auch da herinnen? 28.02.1997. Notes. Patient is in and out of consciousness. Critical condition. Surgery prep. Satisfactory. Surgery deemed successful. Patient stabilisable. Cardiac arrest. Vital sign lost approximately 3 minutes. CPR patient unstable but comatose. Scheiße, Mann. Was ist da jetzt passiert? Ist jetzt die Madison? Also die ist immer irgendwie, hat immer, also immer in Ohnmacht gefallen. Sie ist dann irgendwie operiert worden. Also am 16. ist eingeliefert worden. Am 17. operiert, da war es dann stabil und am 18. waren dann die Vitalwerte einfach weg, also sie ist tot. 3 Minuten, aber anscheinend hat man sie dann wieder zurückholen können und ist jetzt in einem komatösen Zustand. Okay. Was ist passiert? Okay, 2 weitere noch. Ah! Hu! Ha! Hu. Oh, Scheiße, Alter. Tja! Juhu! Alter! Oh. Komm zurück, Madison! Get well soon, Kaylee. Oh! Please don't leave me. I can't live without you, Kaylee. Kaylee, Zwillingsschwester von Astrid. Und ich denke mal, diese Get Well Soon Karte ist nicht für die Madison gedacht, sondern eben für die Astrid, die ja gestorben ist. Wir wissen ja, oder sie tut nur so falsch, ne? Weil sie ist ja voll eifersüchtig auf die Madison wegen am David. Ah, weiß man nicht. Passt irgendwie gerade schon wieder nicht zusammen. Was ist passiert? Ich hab nichts gesehen.
Mann. Ich weiß ja, wo ich hingehen soll. Okay, da waren wir. Also die doch schon. Lampen leuchtet eigentlich überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Da war man auch noch nicht. Da ist dann die Tür. Da ist so. Ach Scheiße, Alter, na. Ente. Mika. Oh ja, die Schritte. Boah. There is no shame in getting help. Madison? John Rowland, certified psychotherapist. Wow. I provide professional help in a relaxed and safe environment and have experience in dealing with not only complex emotional issues, but also day-to-day problems. Okay, vielleicht hat sie das der Kaylee gegeben. Vielleicht hat die Kaylee, nein, dass die Kaylee irgendwelche Probleme hat, das ist klar. Da oben ist so ein kleiner Würfel. Okay. Bin gespannt, ob da jetzt wieder irgendwas. Ah, schaut mal, da hinten, das ist das letzte. Aber ich habe halt Angst, dass ich gerade irgendwo einen Weg übersehen habe oder eine Ente. Ich glaub, die davon haben wir. Nee, da waren wir eigentlich, ne? Nee, da ist nichts mehr. Lalalalalala. Vorsicht! Ich weiß halt nie, was ich drucken soll. Das war so klar, dass der Scheiß passiert. Ich drucke immer alle Tassen, die ich drucken kann, wenn die da ist. Oh, der Spül! Das macht wie wahnsinnig, es ist so gut. Jetzt habe ich. Achso, jetzt habe ich alle, ne? Okay, jetzt haben wir natürlich nur ein Problemchen. Nämlich sie. Es ist echt ungut, wenn die einfach verschwindet. Komm schon! Hallo! Ich kann es nicht anschauen. Ah, jetzt. Do you fear death? Also ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht Angst vom Tod. Aber ich denke eigentlich nie drüber nach. Ah, Schritte, Schritte, Schritte! Da war, glaube ich, ein Vierer auf der Tür oben, oder?
Okay, keine Ahnung, was sich da jetzt verändert hat. Ah, okay. Boah, es ist so laut. Hä? Das war doch vorher... Nee, warte mal. Ich weiß schon, was zu tun ist. Genau. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich das grün machen. Alter. Das ist schon weg. Bitter. While I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die. Okay, boah, was ist das jetzt für ein scheiß Spruch schon wieder? Grün. Gelb muss das werden. Nee, nicht, okay. Okay, ich hoffe, da gibt's ein Gelb. Sonst geht mein Plan nicht auf. Juhu! Und Nummer eins. Rot. Da ist sicher wo eine Ente versteckt. Boah, wie Stühle sind denn das? Da ist echt keine Ente versteckt. Merkwürdig. Red. Los, los, los. Nicht? Okay. Ja. Ach so. Ich dachte, das passiert mehr. Okay, jetzt kommen wir darüber. Der Baum des Lebens. Okay, da komme ich nicht weiter. Hm.
Haha! Ich glaube, da ist wer wütend, weil wir der Wahrheit auf die Spur kommen. Eieieiei. Also das war jetzt ganz sicher die Madison, was da jetzt gelegen ist. Und es war keiner da, sie zu besuchen. Was irgendwie schon wieder komisch ist. Außer die Kaylee war da. Und plötzlich war sie tot. Also die Kaylee hat sicher dafür gesorgt, dass sie gestorben ist. Ah na, David hat Ree geheißen. Ja voll. Madison Ree. Wer ist denn das? Scott Jones? Madison Jones, oder? Miss Madison Jones und Scott Jones hat die Astrid gefunden. Also wie sie tot war, oder? Irgendwie so war das. Das wird dann der Bruder von Madison gewesen sein. Was? Wir haben da auch in der Beach-Erinnerung haben wir ein Dings übersehen. Aha. Ja, gut. Die letzten drei Erinnerungen sowieso. Na, von? Nee, da waren wir ja schon. Graveyard Memory. Okay, ich würde aber sagen, bevor wir die betreten, mache ich eine Folgenpause, meine Lieben. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.